Ihr lieben Tachchen, herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ich habe hier gerade wieder rumgeackert mit meiner Fernbedienung und wir starten gleich rein, wenn ihr wissen wollt, wie es eurem Gegenüber geht. Familie, Freundschaft, Liebe oder wen auch immer, es bezieht sich hier auf diese Verbindung, die ihr nicht mehr erreichen könnt. Viele haben auch noch Kontakt und wollen wissen, wie das weitergeht, erwünschen sich Impulse oder wünschen sich Impulse, sagen wir es mal so. Und wir gehen mal rein. Was möchtest du mitteilen? What do you see in me? Mir kommt schlagartig rein, so nach dem Motto, denkst du, ich bin so eine Art Hohlbirne oder würde dich nicht durchschauen oder wer war ich für dich eigentlich wirklich, ja? Was siehst du in mir? Das ist die Frage. Hier ist ein Prozess passiert, den du dir nicht... Ja, den du dir nicht erklären kannst. Na sag mal, was war denn das jetzt? Was siehst du in mir? Ist deine Frage, ja? Darum geht's. Hier sind Sachen vorgefallen, die hätten nicht vorfallen dürfen. Da ist irgendwas passiert und du bist dir jetzt auch nicht mehr sicher, wenn man so eine Sache macht, was sieht man denn in dir, ja? Was hat man denn durch dich gewonnen? Was hat man durch dich verloren? Wer bin ich eigentlich für dich, ja? Eigentlich korrekt. So, wir gehen bei deinem Gegenüber. Vielleicht kommt ja sogar schon eine Antwort raus. Emotions overwhelm me. Also, die Emotionen überkommen mich. Da liegt dein Gegenüber gerade drin. Man denkt hier wahrscheinlich nach, wie kann man es retten? Wie kann man es weiter angehen? Warum tut es mir weh? Warum empfinde ich hier überhaupt so stark für dich? Hier hat dir jemand einen Abgang wahrscheinlich sehr schwer gemacht, indem man dir eben nicht das gezeigt hat, was man über dich denkt. Aber dein Gegenüber kann dir emotional zumindest antworten, energetisch oder wie auch immer. Normalerweise dürfte gar keiner sein. Moment. Warum bist du schon da? Ich habe Pause. Hä? Ach, Maus. Meine Maus hat Pause. Und was machst du jetzt, Mausi? Ich komme gleich, ja? Hab ich mich erschrocken. Das ist wahrscheinlich auch so eine Situation, so, hä? Was machst du denn jetzt für einen Abgang? Sie hätte gar nicht, die Uhrzeit hätte jetzt gar nicht gepasst, deswegen dachte ich, mit ihr ist irgendwas mit meiner Tochter. Wenn man nach Hause kommt, nicht, dass es ihr schlecht geht oder so, dann hätte ich hier abbrechen müssen. Aber die Emotionen überkommen mich, ja. Sie auch. Sie wollte nach Hause, weil die Pause hier schöner ist als dort. Was können wir hier sagen? Was können wir hier mitteilen? Wir gucken jetzt erstmal, was die Engelbotschaften für dich hier übrig haben, wenn du an Engelchen glaubst oder die auch oft schon als Schutzengel gemerkt hast. Was siehst du in mir? Dieser Prozess, wie solltest du damit umgehen? Was wird dir geraten? Es kommt jetzt darauf an, was du sein möchtest. Opfer oder Schöpfer. Kriegst du hier eine Klarheit oder wirst du hier ewig mit der Frage allein stehen gelassen? Also ich weiß nicht, was heute los ist. Wirst du mit der Frage alleine gelassen, ja? Kommunikationsschwierigkeiten ohne Ende zwischen euch. Dass dir wahrscheinlich auch selbst das Sprechen schwerfallen würde. Hier ist irgendwas passiert, was du wirklich als Unart siehst. Das habe ich sofort empfunden, wo ich die Karte gesehen habe. Ja, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Das ist so dieses, du würdest gerne wissen, warum macht man sowas? Ja, wer bin ich eigentlich für dich? Was siehst du in mir? Und jetzt geht es wirklich darum, wie lange, wie hältst du hier überhaupt noch durch? Macht es Sinn, hier durchzuhalten? Was möchtest du wissen? Ja. Für dich selbst solltest du ja immer in der Klarheit liegen. Du weißt,
was du bist, ja, oder wer du bist. Und jetzt kommt die Überlegung, konnte man alles sehen? Ja, dass du dir die Frage stellst, hast du wirklich alles rausgesendet? Konnte man sehen, was du möchtest, in welche Richtung du gehen möchtest? Ich nehme an, bei vielen ja. Oder hast du dich hier auch verstrickt und verrannt? Hast probiert, jemanden zu verändern für dich? Es kann ja wirklich sehr viel möglich sein, dass man sich in Kummer sehr übergriffig verhält oder Aktionen bringt, die vielleicht im Nachhinein, in der Reflexion nicht so ganz toll waren, wo man erkennt, okay, mich macht selbst die Verbindung schon total Malle im Kopf, sodass man auch nicht mehr bei sich bleiben kann. Ja, es ist jetzt hier wirklich die Frage, was willst du jetzt sein, Opfer oder Schöpfer? Wie fühlst du dich, wenn man dir die Frage stellen würde? Als Opfer oder eher als Schöpfer, der weiter möchte? Ja, also das ist hier eine ganz, ganz große Grundeinstellung, die du dir vielleicht auch noch mal im Kopf zergehen lassen solltest, ja. So, jetzt hat hier aber mit Emotionen jemand zu kämpfen, die überkommen einen, ob man möchte oder nicht. Das passt auch wieder schön in die Weihnachtsgefühle rein. Was hätte man haben können? Was hat man zerstört? Warum behandelt man dich so? Wir gucken mal rein, um hier schlau zu werden aus diesen Menschen. Verlier den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinne an deinen Impulsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Rede dir hier nichts schön, nichts ein, nichts schwer. Und es ist nur sozusagen beratungsmäßig die Richtung, ja. Hier erkennt man sogar seinen Rückzug an, seine Ablehnung, ja. Man hat hier nur ein bisschen dafür getan. Man sieht sich hier selbst in der Schuld, man weiß, woran es liegt. Man konnte dir nicht das geben, was du gerne gehabt hättest. Man hat sich hier abgelehnt, oftmals auch abgelehnt gefühlt. Es könnte ein falscher Mitleid sein für einen selbst, wenn man das irgendwie verkehrt in den Hals bekommen hat. Man hatte sich oftmals auch von deinen Ansagen gefühlt wie, ja, da muss ich eben gehen, hier kann auch viel Stolz drin liegen, ja, dass man das so nicht mitmacht. Im Endeffekt weiß man, das war falsch. Ich hätte hier mehr machen müssen, ja. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, mit der Münzenergie hier etwas zu erschaffen. Und nicht nur vom Kleineren, sondern wirklich auch mehr. Was sieht man denn in dir? Ja, du hast dir wirklich dein Bestes gegeben, ja? Die Antwort wäre, du hast mich oftmals mit den Worten geschlagen oder probiert immer das letzte Wort zu haben. Du warst stärker im mentalen Bereich, du warst stärker in der Kommunikation, dagegen konnte man nicht ankommen. Du hast vielleicht auch irgendwann die Mauer gebaut, gesetzt, ja, diese unnahbare Art. Vielleicht oftmals auch mit den Worten oder mit den Sachen, die du gesagt hast, deinem Gegenüber wehgetan. Und trotzdem kann ich dir sagen, dass die Emotionen, die einem hier überkommen, auch absolut richtig sind. Denn wir haben hier die Liebenden mit der Zwillingsenergie liegen. Es ist eine Verbindung, definitiv, wenn nicht sogar passend, Liebe da. Man hat aber hier viel zu lange gewartet, ja, dass hier irgendwas passiert oder wusste auch selbst nicht, wohin man laufen soll. Man hat es genossen. Man hat den Prozess oder diese Verbindung zu dir in Zügen genossen und auch nichts weiter für die Weiterentwicklung getan, ja. Bei drei der Stäbe war das immer so ein Abwarten. Wir gucken mal, was kommt, vielleicht den Prozess auch hinauszögern. Aber man wollte, wenn es darum geht, eine Klarheit und Kommunikation zu schaffen, hat man sich wahrscheinlich rausgedrängt, ja, oder rausgewindet als König der Schwerterenergie. Wir haben hier im Herzen, man würde dir auch sagen, ich habe mich verhalten wie ein Dummkopf. Deswegen vielleicht auch die Angabe hier, was denkst du eigentlich, wer ich bin, was siehst du eigentlich in mir, ja? Wofür bin ich eigentlich da gewesen? Welchen Wert spiele ich in deinem Leben? Welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Und man weiß, vom Herzen her hat man hier wenig Kommunikation geleistet, um dir eine Klarheit zu geben. Mit dem Tod, mit der Skorpionenergie hat man hier das Feld dafür auch zum Abschluss gebracht. Ja? Man hat hier damit etwas gebrochen. Mit dem Nicht-Sprechen, mit nicht konkreten Aussagen, mit sehr viel Stolz, den ich hier vermutet habe. Du tust mir weh, also tue ich dir auch weh. Oder nein, so nicht. Und du musstest dich als König der Schwerter irgendwie verteidigen, ja, weil du hier teilweise einen Menschen vor dir hattest, der dich nicht verstehen konnte, verstanden hat, wo du so eine Kommunikation nicht gewohnt warst und auch nicht haben möchtest, ja.
Hier hat man unschöne Dinge gemacht, eventuell auch gesagt, immer nur seinen Kopf durchsetzen wollen. Und man weiß, dass man das letzten Endes mit dem Arcanum der Tod unterbrochen hat. Ja, das war so eine schwierige Kiste. Das ist irgendwie auch schon der zweite Tag mit der Kommunikationsschwierigkeit hier. Und diesem, wir lassen es mal einfach, ja, unterm Tisch kehren, wird schon wieder. Man hat sich hier immer auf dieses Abwarten gestürzt. Dieses wird schon noch kommen, aber wir gehen nicht so richtig auf deine Ängste oder auf deine Gefühle ein, ja. Und jetzt hat man hier mit seinen Gefühlen zu dir zu tun, zu kämpfen. Man merkt auch, dass man hier wirklich imstande ist, das gar nicht wegzudenken mit König der Stäbe. Wir haben hier eine massive, leidenschaftliche Energie, die Emotion auch zeigt, gerade hier beim König der Stäbe. Da kommen die Emotionen zum Vorschein, ja. Und man sitzt jetzt hier und weiß selber, warum habe ich dort nicht weitergemacht, ja. Das ist die Erkenntnis. Ich habe das nicht mehr. Warum habe ich da nicht weitergemacht, wenn ich doch so viel Gefühl für dich habe, wenn mich die Emotionen hier gerade überkommen? Was denkt man hier zurzeit weiter? Du hast sehr viel dafür getan, dass es nicht zu diesem Stillstand kommt. Das rechnet man dir hier hoch an. Die Emotionen, die einen überkommen, die wissen oder man weiß selbst, du hast hier sehr viel für getan. Du hast immer daran gedacht, den Zusammenhalt hier wirklich zusammenzuhalten, die Harmonie hier reinzubringen. Das war immer deine Leistung. Das weiß man auch sehr zu schätzen. Das weiß man, dass das von dir kam. Dieses Machen, dieses ständige Tun, du wolltest ja nur die Harmonie haben, ja. Die Einheit aber auch. Ob es die Einheit gab, müsst ihr jetzt gucken. Wir haben hier die Sicherheit auch wieder drin mit vier der Stäbe. Man hat sich hier bei dir so sicher wie nie woanders gefühlt, ja. Man wusste, bei dir ist man wirklich aufgefangen. Ihr konntet euch beide auch die Sicherheit geben für einen Moment bis längere Jahre oder Phasen. Bei euch nimmt einer das andere, ja. Das hat ganz gut geklappt. Man war trotzdem bereit oder stand auch immer da, um dem anderen zu helfen, damit er nicht fällt, ja. So eine Energie ist das hier. Wir haben auch hier aus Liebe hat man das gemacht. Das würde man dir heutzutage oder jetzt mitteilen. Ich habe immer versucht, dir die Sicherheit zu geben, so gut wie es ging, je nachdem, wie ihr das jetzt sagen könnt mit der Sicherheit, ja. Ich habe alles dafür getan, wenn es darum ging, dir auch eine Sicherheit zu geben, weil ich ja liebe, weil ich für dich empfinde, weil ich gerne mit dir zusammen bin, war, wie auch immer. Ja, ich habe probiert, unsere Freundschaft, Liebe oder Familie aufrecht zu erhalten, ja, beziehungsweise das Gerüst auch zu halten. Was hat man denn hier versaubeutelt? Gucken wir mal rein. Damit man dir das sagen kann, was dir hier im Kopf rumschwirrt. Man hat es nicht genug geschätzt. Man hat hier irgendwann übertrieben, ja. Es war nicht ausreichend. Man hat sich nur noch auf andere Sachen konzentriert als auf das Schöne und hat sich in Arbeit gestürzt. Das kommt auch noch rein. Da kommt auch dieses Mitleidsgesäusel hoch, dass man sich immer zu Unrecht behandelt gefühlt hat, obwohl du gedacht hast, ist vielleicht ein bisschen verkehrt jetzt hier gerade. Aber dein Gegenüber hat sich hier oftmals immer so benommen, nee, wenn ich das nicht kriege, dann... Oder hat es auch nicht verstanden, warum du auch mal haben möchtest, ja, in der Arbeit. Es wurde hier probiert, ein Gespräch zu klären, warum es dazu gekommen ist. Dieses Gespräch liegt hier in der Erinnerung. Ihr habt schon probiert, oder du von deiner Seite oder dein Gegenüber, ihr habt schon probiert, hier die Sachen klar auf den Tisch zu packen, die einen stören. Man hat vielleicht auch Besserungen gelobt oder beziehungsweise hattet ihr teilweise Ansätze, wie es was werden kann, weil einem die Verbindung ja aus Liebe zu dir auch wichtig war. Wir gucken mal. Ja, hat man nicht geschafft, ja. Man hatte die Kraft nicht. Die Veränderung konnte man hier nicht eingehen. Man hatte nicht die Kraft, sich zu verändern und man hatte das Gefühl, man muss sich verändern für dich, leider. Man hatte vielleicht auch das Gefühl, dass du dich verändert hast für dein Gegenüber. Kann beidseitig sein, ja? Wo ist die Verbindung? Es fand bei euch beiden hier eine Veränderung statt. Der eine konnte nicht und der andere
hat sich verändert. Das ist in verschiedene Richtungen gelaufen. Jeder hat sich dafür entschieden, war eine Verbindungskarte, die lag parallel zueinander. Jeder hat sich dafür entschieden, wo man seinen Wert sieht. Ja? Überall hat ein Anteil gefehlt. Für einen war das wichtiger und für den anderen war auf einmal das wichtiger. Es haben sich hier die Interessen irgendwie auch verschoben in der Verbindung generell. Was du nicht in Kauf nehmen wolltest und dein Gegenüber auch nicht in Kauf nehmen wollte, aber die Liebe, die war nie zerstört. Ja, also die Zuneigung oder die Nähe des Menschen, den du hier vermisst, ist immer noch da. Nichts abgebrochen. Da sind jetzt auch zum zweiten Mal die Emotionen sehr stark zu sehen von deinem Gegenüber. Wir gucken mal in die Tendenz. Weihnachtsgefühle, Tendenz. Oh, hier gibt man aber schon eine Stufe mehr Gas, ja? Also das, was man gerne wollen würde oder machen wollen würde, ist aus dem Pagen in den Rittermodus zu kommen. Und zwar ein bisschen kontrollierter. Das, was ich halten kann, kann ich machen. Ich muss aber hier auch ein bisschen pausieren und nachdenken, ob das umsetzbar ist. Hier würde man nur das realisieren, was wirklich machbar ist. Und man geht eine Stufe vom Pagen in den Ritter rein, ja? Erkennt sozusagen, dass man da Mitarbeit leisten muss. Von alleine funktioniert es nicht. Es war zu wenig, was ich hier gemacht habe. Geht gerade bei deinem Gegenüber vor. Oh, das ist aber ein Versprechen. Das, also hier gibt aber jemand Gas, ja? Hier scheint jemand irgendwie den Warnknall gehört zu haben. Oder befindet sich in der Einsicht, in der Reflexion. In mir steckt noch mehr. Du bist mir sowas von wichtig, dass ich dich überhaupt nicht verlieren wollte oder will. Hier geht man von Page, mit dem wir angefangen haben, in den Ritter und steigert sich zum König der Münzen. Na, wie krass ist das denn? Also man sieht sein Potenzial, für wen man was machen würde, ja? Komme, was wolle. Das Denken in der Reflexion und auch die Ausführung liegt hier in dem Sinne, dass wenn ich für jemanden was mache, dann für dich. Krass. Was passiert hier mit dem Menschen? Ja, was passiert hier mit dem Menschen? Da war gleich der Teufelskreis und 10 der Münzen. Also hier erinnert man sich wirklich, ich habe ja fast gar nichts gemacht oder gehalten. Hier ist ja so eine starke Münzenergie vorhanden und wir gehen ja auch auf die Münzenergie, auf die erdige Steinbock-Energie sozusagen zu. Das ist eine Entwicklung, um sich selbst aus dem Teufelskreis zu befreien. Das ist eine Entwicklung, zu erkennen, wo muss ich meine Kraft einsetzen, um etwas umzusetzen und wo ist es absolut verschwendet gewesen oder wäre es verschwendet, ja? Dieser Teufelskreis zeigt an, Achtung, du hast dich zu viel in Arbeit gestürzt, Achtung, du hättest, wenn du schon jemanden findest, alles machen müssen für diese Person. Es hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Das kommt alles so rein. Hier wird man so richtig in die erdige Energie getrieben. Wir haben auch den Steinbock drin, den Löwen. Wir hatten die Zwillingsenergie bei den Liebenden. Und wir hatten wir den Tod hier nicht auch? Doch, den Skorpion haben wir auch noch drin. Also hier rappelt es mit erdiger Energie komplett ins Wirken. Ins Wirken bringen, und zwar stufenweise, nicht über Sprung von Page auf König, sondern Page, Ritter, König. Da kommt der Teufelskreis, den man hier unterbrochen hat bei euch. Und das Team, die Teamarbeit, die Freundschaft, die Familie, euer Glück zusammen, eben mit diesem Teufelskreis zerstört hat, ja, diese Verbindung zerstört hat. Wir haben hier noch eine vage Energie mit der Gerechtigkeit. Hier möchte jemand dafür sorgen, dass du auch deins zurückbekommst, ja, dass du nicht das Gefühl hast, dass man dich hier überhaupt nicht gesehen hat, satt gesehen hat. Vielleicht hast du wirklich so ein Gefühl, dass man hier gesehen hat oder sieht es endlich ein. Mit dir bin ich absolut ungerecht umgegangen. Ich muss jetzt die Balance wieder reinkriegen, ja. Ich möchte dir eigentlich zeigen, wie es in mir aussieht. Die Emotionen überkommen mich. Ihr wisst aber, seid hier verantwortungsvoll und ihr könnt das hier eigentlich auch gar nicht so komplett wissen, dass das so für euren Gegenüber passt, sondern eher von den vorherigen Sachen, die ich erzählt habe. Weil dieses Beeinflussen habt ihr nicht unter Kontrolle, ja? Das passiert hier wirklich bei deinem Gegenüber.
wenn man hier in der Energie bleibt, ja, in der Reflexion. Was haben wir noch? Oh ja, ich kann hier Schluss machen. Das ist wirklich jemand, der sich absolut reflektiert und gemerkt hat, ohne dich geht es nicht vorwärts, ja. Ich versuche wieder. Hier möchte jemand versuchen, um die Balance wieder herzustellen. Und ich habe euch alle Karten reingehalten. Die Münzenergie, die stampft jetzt hier durch, eben zu dieser erdigen Energie. Da könnte es ja anfangen, losgehen, ist nicht mehr so lange. Und man sucht jetzt hier die Anfänge, ja, man versucht, man will es eigentlich nochmal versuchen, um hier diese Gerechtigkeit wieder reinzubekommen, dass ihr beide was von habt. Diese Schieflage, das Ausbalancieren, ja, hier war irgendwie ein Teil zu viel von dir, ein Teil übertrieben von deinem Gegenüber. Man probiert sich zu entschuldigen, Annäherungsversuche zu machen, zu erklären, warum es zu dieser Situation kam, dass man hier vielleicht auch ohne dich überhaupt nicht vorwärts kommt. Das zeigt ja hier wirklich diese Stufen von, ich muss jetzt was machen, sonst sitze ich hier in meinen Emotionen, ja, die Emotionen überkommen mich. Da hast du es geschafft, deinem Gegenüber hier irgendwas zu vermitteln oder die Zeit dafür ist jetzt gerade auch wieder in dem emotionalen, weihnachtlichen Bereich gerade extrem am Arbeiten. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde mal gerne für dich zum Auffangen, nicht, dass du mir jetzt hier irgendwo an der Wolke hängst und sagst, ja, ich wusste es, bleibt hier mit Verstand in dieser Legung drin, ja. Du bekommst... Ah, okay, du hast dich hier betrogen gefühlt. Und deswegen fragst du dich, was siehst du eigentlich hier in mir? Eine ganz, ja, die Ungerechtigkeit schlechthin, die man hier wieder gerade rücken möchte, ist natürlich die Frage, ob man das damit schafft, ja. Man bereut vielleicht auch hier diesen Betrug, der muss jetzt nicht unbedingt nur mit Treue, kann aber mit Treuebrüche zu tun haben. Betrügen auch in Lügen generell, ja. Man hat hier so eine Art... schlechtes Gewissen, was man dir zugefügt hat und du bist hier auch mit den Schutzengeln unterwegs, ja? Wird alles für dich hier gerichtet werden, so wie es sein soll? Ich würde fast sagen, auch hier nicht eingreifen, nichts Übermütiges machen, das wird gelenkt, so wie es sein soll für dich, ja? Gerecht. Danke fürs Einschalten, heute ein bisschen kürzer. Aber es war sehr klar auf der Hand heute, ja. Heute musste ich nicht lange irgendwie überlegen. Diese Endphase lag hier richtig super schön rein, ohne dass ich jetzt hätte noch weiterlegen müssen, was dieserjenige hier im Grunde vorhat, wieder gut zu machen, ja. Macht es gut, ihr Lieben. Qigong oder Qigong. Bleibt gesund. Tschüssi.